Queen, die Königin im Hardrock-Reich. Queen, nur dekadenter Formalismus? Queen, Freddie Mercury, eine Stimme wie ein Orchester. So schreibt der Melody Maker. Musikbox präsentiert Her Majesty the Queen. Auch das ist ein Titel von Queen, obwohl er sich gar nicht so anhört. Lazing on a Sunday Afternoon stimmt auch alles gar nicht. Wer Queen und ihre Show komplett mitkriegen möchte, und das wollen wir, denn das ist der Untertitel unserer ganzen Kiste, der muss früh aufstehen. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens. Und einige sind bereits bei der Arbeit, wusste gar nicht, dass Leute, die mit Musik zu tun haben, so früh aufstehen können. Mir fällt's auch schwer, also drücken wir uns mal ganz sanft einen Titel, hä? Hier. White. I say bar, I say bite, I say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Roy, I say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Queen-Erfolge beginnen 1973, da kommt ihre erste LP auf den Markt. Sie nennen sie schlicht Queen. Die Nachfolge-LP Queen 2 enthält ihren ersten Single-Erfolg Seven Seas of Rye. Hören wir mal rein. Ja, und während das läuft, mehr über Queen. Sie bekommen Fernsehauftritte in Frankreich, in Holland und natürlich in ihrer Heimat England. Sie gehen mit Motley Crue auf Tournee, allerdings noch als Vorgruppe. Und 1974 dann auf ihre erste internationale Tournee nach Australien. Nach ihrer Rückkehr kommt der eigentliche große Durchbruch in den Blackpool Winter Gardens. Das ist eine echte Euphorie geworden damals. Die Road Crew wird krankenhausreif geschlagen und Queen kommt groß raus. Es folgt natürlich, was immer folgt, der Gang nach Amerika. Es lockt der große Wilde Westen. Aber daraus wird offensichtlich auch bei uns nichts. Naja, scheint es mir Englisch zu werden hier. Tja, Musikbox AD, Platz für die Königin bzw. ihre Vorboten und vor allem ihre Koffer. Queen auf Deutschland-Tour. Und das nun bereits zum vierten Male mit einer spektakulären Bühnenshow, deren Aufwand selbst in der Rockszene seinesgleichen sucht. Die Gruppe hat diese Show mehrere Wochen in den Vereinigten Staaten vorbereitet. Selbst der Aufbau von Kisten und Kästchen, der Wahnsinnston und Lichttechnik verläuft pingelig nach einem ausgeklügelten Plan. Bernie, du bist also hier sozusagen der Chef von's Ganze, das heißt, du bist sozusagen der technische Direktor im Moment. Ja. Du hast alles unter dir, du beobachtest, ob auch alles so steht, wie es heute am Abend stehen muss und auch funktionieren muss natürlich. Ja. Paar technische Daten, was macht denn das Licht, was macht denn die Lautstärke, was macht denn überhaupt die ganze Masse aus, die hier so rumsteht? Zurzeit dürfte es sicherlich das Größte sein, was auf Tour ist. Das Licht beträgt, wie man Sie etwa schätzen können, 430.000 Watt. 430.000 Watt, wie kann man das umsetzen? Ja, es würde etwa sagen, kann man schon 10 Einfamilienhäuser ca. 4 bis 6 Wochen schon damit aufwärmen. Das
geht in 2 Stunden hier so Puste weg über die Bühne. Wird schon gebraucht und so. Vom Ton sind es circa, würde ich sagen, 26.000 Watt. Liar! So, jetzt kommt noch Mutters guter Vorhang davor und dann erkennt man die Bühne gar nicht mehr wieder, denn hier stand vor 8 Stunden unsere Musikbox, jetzt ist sie nicht mehr und alles das, was hier rumsteht, ist Queen Equipment und es sieht eigentlich gar nicht anders aus als die Ausrüstung anderer Bands. Piano, natürlich ein Wahnsinn, Schlagzeug und dann noch die Gitarren von den beiden. Ja, und trotzdem ist die Musik von Queen ganz anders als die von anderen vergleichbaren Gruppen. Man kann kaum sagen, warum, hören wir uns erstmal an. Trip, hello, you are the sound engineer for tonight. You're happy with the sound? Yes, I am. Trip, der Toningenieur, ist also zufrieden mit dem Sound hier. Eine Frage gerade zu dem Film, den wir gesehen haben. Das hört sich ja noch nicht wie 4 Stimmen an und 4 Personen stehen auf der Bühne. It doesn't sound like 4 voices, what we've heard. You've got possibilities to make more sound, modern. Oh, we have many machines. Wir haben viele Geräte, um mehr Stimmen draus zu machen. Mit diesem Delay Revox kann ich alle Stimmen verdoppeln, dann sind es 8. Dann haue ich den Harmonizer rein, dann sind es nochmal 8. Ich bekomme insgesamt ungefähr 20 Stimmen aus den 4. There is no playback in the Queen Show, not at all. Yes, there is one playback. Doch, da ist ein Playback bei Bohemian Rhapsody, aber dabei stehen sie auch nicht auf der Bühne. Done because they cannot possibly do it on stage. The other Queen concert is just the live sound, just them and me. Just watching the show over and over again. Knew it was time, he'd made up his mind to leave his dead life behind. His boss said to him, oh, you'd better begin to get those crazy notions. Do you think?
hier strahlt eine Wahnsinnshitze von der Decke bereits herunter. Alles ist so gut wie fertig. An diesem Mikrofon wird John Deacon nachher stehen. Obwohl natürlich 3 Stunden vor Beginn des Konzertes von den ganz Großen noch nichts zu sehen ist. Wir warten auch inbrünstig, dass sie kommen und wir vertreiben uns die Zeit hier, so gut es... Oh, guck mal, zeig sie mal hier da drüben. Alles, was Queen macht, ist perfekt. Das Eis dampft dann, wenn es dampfen soll. Die Bomben explodieren dann, wenn sie explodieren sollen. Und gewisse Vorgänge werden sogar per Lochstreifen abgerufen. Bloß das Licht, das ist kaum zu beeinflussen hier. Der Lichtmeister, das ist der... Hey, Mensch, man sieht doch so die Pickel bei dem Licht. Jetzt hört doch mal auf. Hey, Joe, please, keep off. Das ist der Mann, der das Licht macht und dann... Service. Okay. Blinded. Blinded. Is it all your own ideas or is it the ideas of Queen and you just do it now? Pretty much it's all of us. Das meiste ist von uns allen. Wir diskutieren, wie die Show aussehen soll und die Gruppe trifft dann in erster Linie die Entscheidung. Es ist so ziemlich 50-50. Das ändert sich von Show zu Show, wie gut halt die Band spielt und wie das Publikum mitgeht. Okay, thanks very much. Sure. Durch die Hintertür auf die Bühne geschlichen. The Queen! Roger Taylor, geboren am 26. Juli 1949 im King's Lynn Hospital in Norfolk, 1,78 groß, blonde Haare, blaue Augen. John Deacon, geboren am 19. August 1951 im St. Francis Hospital in Leicester, 1,83 groß, dunkelbraune Haare, grau-grüne Augen. Brian May, geboren am 19. Juli 1947 im Gloucester House Krankenhaus in Twynwickham in London, 1,85 groß, dunkelbraune Haare, haselnussbraune Augen. Freddy, der Leadsänger und der Star der Gruppe. Freddie Mercury, geboren am 5. September 1946 als Frederick Bulsara in Sansibar, 1,75 groß, schwarze Haare, haselnussbraune Augen. Wenn Mick Jagger das alte Sexsymbol war, dann ist Mercury das neue. Er vermag seine Stimme variantenreich einzusetzen, er besitzt eine fast charismatische Ausstrahlung und ist einer der wenigen wirklichen Rock-Entertainer. Die Gruppe beweist, dass es den vielbeklagten Bruch zwischen Hard- und Softrock bei Queen nicht gibt. Ihre Songs sind mal hart, mal weich, ohne dass sich die Gegensätze beißen. Es gibt Operettenanleihen und kanonartige Vokalharmonien, auch mal ein Vaudeville-Klavier. Doch die klassischen Elemente werden mit rasanten Rockkombinationen versetzt, mal dudelt auch antiquierte Jahrmarktmusik. So sind die Queen-Kompositionen von subtiler Schönheit, von konzertanter oder gar symphonischer Struktur. Und Queen scheint noch eine Menge im Busch zu haben. One, two, one, two. Überraschend, doch zu unser aller Freude, wurde die Soundprobe durch eine Programmänderung für den Abend etwas aufgelockert. Girls in Bild und Ton. Die Mädels radelten redlich, doch der Gag war am Abend wenig erfolgreich.
Im Interview wollte ich von Queen wissen, ob ihre Show Eigenbau ist oder ob da ein Regisseur mit im Spiel ist. Nein, wir machen die Show ganz allein. Wir machen alles, Choreografie, Licht, alles. We choreograph it and we do the lights and we do it all ourselves. Andere Bands versuchen es gerade mit weniger Aufwand, sie bauen ihre Verstärkertürme ab. Wie denkt da Queen? Roger weiß es eigentlich nicht. Ich finde, sagt er, wir könnten uns ein wenig ändern, aber weniger werden wir nicht machen, denn unsere Show ist sowohl zum Sehen als auch zum Hören gemacht und wir machen eine gute Show. Freddy, früher haben wir dich in Art Deco-Kleidern bewundern können, jetzt bist du auf Leder umgestiegen, warum? Is it more powerful now? You come in leather. Does it make any difference? Yeah, we fired Xandra Rhodes. She was no good. Wir haben sie auf der Tour weggeschmissen. Es ist so, wie wir fühlen, wir entwickeln uns weiter. Es hängt ganz vom Individuum ab. Jetzt ziehen wir uns so an, wie wir immer sein wollten. The individual characters are coming through, and we wear what we want, really. Well, Queen is working without any. Queen hat keinen Manager. Geht das eigentlich bei so einem Riesenbetrieb? It's a wonderful feeling. Without one is saying, I'm the boss, there's no boss and it's working. We are the bosses. Yes, we're the bosses. Das ist ein wunderbares Gefühl. Wir sind unsere eigenen Bosse. Es ist natürlich schwerer, sagt John. Wir müssen viele Entscheidungen selbst treffen, auch geschäftlich. Aber wir fühlen uns wohler und es klappt. We feel it's working and we're very happy with it. What could a new group do or young group do? Ein Tipp aus Freddys berufenem Munde für Newcomer, die selber in Bands spielen. The basic thing for a new group is to be themselves, really. Not to try niemand kopieren und an sich glauben. And when you start off, it is very difficult. You are always compared with other people and things, no matter how hard you try. It happened with us. But I think the basic thing is to sort of believe in yourself. We're on the internet.
Job, okay? All right, we'll see what you can do. This is a song from the Sheer Heart Attack album. It goes like this. We'll be right back.
Bohemian Rhapsody. Das Playback, eingebettet in ein furchteinflößendes Licht- und Qualmspektakel, hat eine gewaltsame, mythische Sprache. Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? Thunderbolt and Lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. Der erfolgreichste Titel der Queen, der sich 9 Wochen lang auf der Nummer 1 der englischen Charts halten konnte. Yeah.
It's rock and roll! Disappear. Yo, what I mean, there's a lot of kids in my ribs.
dictate my views. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my sense and it's in my bed. I'm caught. Yeah.
Pues sí, amigos, con este We Will Rock You, queremos rockearte, comenzó el recital de Queen, el primero de ellos en Madrid. He aquí los camiones de la Tracking Limited esta, que llevaban en su seno, aparte de todo el material, pues una serie de camiones especialmente diseñados y especialmente hechos, realizados para grabar en directo varias de las actuaciones en su tour por Europa. Una especie de camión en el que había dos mesas de 24 canales con monitores de televisión, en fin, un derroche de sonido y de luz de un grupo que hace pop de lujo. Estáis viendo unos planos de todos los preparativos de este recital de Queen. Más de 100 personas trabajando para poner en marcha, mientras los cuatro chavales de Queen descansaban en el hotel y un afinador al que veis ahora mismo ponía a punto también las teclas del piano. Y dentro de poco podremos tener las imágenes realmente sugerentes y apetitosas de la cocina de Queen, porque ellos se lo montaban también así, con dos cocineros, tres camareros, sus filetes, sus steaks a la pimienta, sus famosos solomillos también con champiñones y guisantes, sus patatas al horno. Como veis, unos chicos sencillos, normales y agradables. Y vamos ya directamente a sufrir con los chicos de Queen la entrevista prometida. Pues aquí están los cuatro jóvenes de Queen, del grupo que ya visita España por segunda vez. Tenemos aquí a Brian, al amigo Freddy, luego tenemos a John y a Roger. Aquí están los cuatro. La primera pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre lo que ha pasado, lo que pasó en Barcelona en el 74 y lo que ha pasado hoy y lo que pasó en Barcelona, por supuesto, hace muy pocos días? What's the difference before after the first show in Barcelona in 74 and now? What is the difference? I think there's a... ¿Cuál es la diferencia? Pues realmente mucha. The show is completely different. El show es completamente diferente. We play songs from, tocamos canciones de seis álbumes. Is it seven? De siete, claro. We may know. And, I guess we have a lot more experience. Tenemos mucha más experiencia que antes. Many things. Y muchas cosas han cambiado. The audience knows this a little bit. Pienso también que la audiencia es también sería distinta. La cuestión unida a esta, si ha cambiado mucho la música que ellos hacían en el año 74 hasta ahora. We can say that your music has changed also since 1974 till now. Buenas noches. Has it changed? Yes, the music. Sí, ha cambiado, sí, la música ha cambiado. So. Y mucho además. From the last time we came, la última vez que vinimos a Barcelona, y ahora en Madrid hemos hecho siete álbumes. Y ha cambiado mucho, claro. ¿Y en qué sentido? Ha ido a mejor. Pero cuando dices tú mejor, ¿qué piensas? Que ahora somos mejores cantautores. Tenemos mucho más éxito. Lo puede comprobar esto. Dicen algunos críticos en España que A Night in the Opera es vuestro mejor álbum. ¿Estás de acuerdo? No lo sé. Se puede decir que es el más vendido. Tenemos un single que fue La Rapsodia y que fue famoso en todo el mundo. Yo pienso que mucha gente le gusta mucho este álbum porque representa mucho a Queen. Pero creemos que hay otros álbumes buenos. Al amigo Rogers, si cree que la crítica es necesaria. Do you think it's necessary for a group, for the business show, the experts, pop critics? Do I think they're necessary? Que si es necesario, dices. The most unnecessary part of rock and roll. Sí, por supuesto, son necesarios para la vida y para el rock and roll. Especially in England, perhaps the. Especialmente en Inglaterra, quizás. They play a rather a parasitic satellite role. Están haciendo una crítica especialmente destinada al rock. Pero si a ti te gusta la música, tienes obligación prácticamente de escribir para la gente que le gusta también esa misma música. Pero cuando ellos leen una crítica en el Melody Maker o en el
en los periódicos especialistas en música, ¿qué piensan ellos? When you read the critics about your LPs, your albums, what do you think about it? It's very varied. You can't really take them seriously because generally. Tú no puedes tomártelo muy seriamente, porque los críticos escriben siempre distintos unos de otros. Puedes encontrar en un país una crítica que es totalmente distinta, opuesta a la otra crítica. Realmente yo no creo cuando dicen ni que está bien ni que está mal. Perdón. ¿Cuál sería la diferencia entre la reacción del público que ha habido en otros países y la española? What's the difference between the reaction about the Spanish people and the other audience, as in Holland or Germany or England? Es muy difícil definir esto porque la audiencia española es distinta. Ten en cuenta que esto depende mucho porque somos un grupo que canta en inglés y que en otros países, cuando se canta en rock and roll. Exactamente, estamos cantando en inglés y entonces en los países como Holanda, Alemania, los que has citado, hablan todos inglés. Y aquí en España, aunque no hablan inglés, entienden. La que nos preguntamos cuando vemos los álbumes, los títulos, Una noche en la ópera, Una noche en las carreras, con los hermanos Marx. El último título del long play de Queen es exactamente Jazz. Queríamos preguntar la razón de los títulos anteriores y también la cuestión por la cual han titulado Jazz a este último long play. Everybody knows what's the reason about the titles of your LP, A Night at the Opera and A Day at the Race. You like very much the Marx Brothers, of course. Yes, I think so. Bueno, nos gustan, pero. Yes, it wasn't just that the Marx Brothers tie-in. Sí, nos gustan, pero tampoco ha sido una cosa premeditada. We had, for instance, the Bohemian Rhapsody track on there, which had a little operatic, mock operatic piece. Son dos títulos que tienen influencia después de haber hecho lo de la rapsodia. Y son buenos títulos, sencillamente, son buenos títulos. No tienes que hacer algo específico y titularlo de una manera exacta. Yo creo que hay que buscar buenos títulos que llamen la atención. Pero ¿por qué habéis titulado Jazz este último álbum? ¿Significa que hacéis jazz rock? Es muy diferente, ¿no? Es distinto. Nos parece que Jazz es un título internacional porque todo el mundo lo entiende. Es una palabra muy corta. Pero el título Jazz. El título de Jazz significa que ellos ya van a dedicarse a otro tipo de música más relacionada con el jazz. But the title Jazz means that you are going to the jazz music now. No, definitely not. Por supuesto que no, definitivamente no. Jazz encompasses not even jazz rock really. No hacemos tampoco jazz rock, no. Large amount of different styles. Son diferentes estilos. La última pregunta, puesto que el tiempo apremia y ellos tienen que salir a escena, es qué clase de música interesa a cada uno de los miembros del grupo Queen. What kind of music you interest? What do you music here at home? At home. I listen to everything. I listen to a lot of rock. Sí, and yo oigo todo el rock and roll del mundo. Mostly rock and roll and occasionally old English music. Ocasionalmente música inglesa. I listen to John Lennon. It's very varied. I listen to a lot of disco stuff now. Aretha Franklin. A bit of everything. Me gusta todo. Everything. Incluso Over the Rainbow. Sometimes, sí, algunas veces. ¿Y a ti? A mí las películas pornográficas. No, bueno, ahora en serio. Me gusta todo. Thank you very much, Queen, and good luck, everybody. Are you ready to rock? Are you ready to roll? Okay, let's do it! Thank you.
Oh,
tune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. No pleasure cruise. I consider it a church. Before my honeymoon is, I'm gonna move. On, come on. We are the champions, the players. We keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. No trap or losers. We are the champions. Les stars ont pour la plupart déserté le cinéma. Les vedettes d'aujourd'hui, ce sont d'abord les musiciens de groupes de rock. Les disques, les radios, les concerts, surtout, perpétuent une mythologie qui attire des millions de jeunes à travers le monde. D'où l'importance du concert. Le public peut voir et toucher ses idoles. Voici le film d'un concert comme un autre. Il pourrait s'intituler « Les dieux sont descendus dans l'arène ». Oui, non, mais juste les filmer, sans poser de questions. Plus tard, il a dit plus tard. Est-ce que vous aimez cette vie mouvementée, prendre l'avion, vous déplacer, être sur la route toute l'année? Oui, c'est une habitude à prendre. C'est un tout autre genre de vie. Au début, je n'aimais pas du tout. Je dis que le principal, c'est la discipline. Il faut garder la tête froide, ne pas se laisser envahir. Oui, c'est une bonne vie, j'aime réellement. Oui, nous aimons jouer en public, jouer en concert. Je crois que nous sommes l'un des groupes qui joue le plus souvent au monde. Combien de concerts par an à peu près? Oh, je crois 120 environ. Oui, 120 chaque année. Arrivés à 17h, les musiciens se rendent aussitôt à la salle de concert pour les réglages de son. Pour un groupe de rock comme celui-ci, c'est primordial. Quel effet cela fait-il d'être musicien d'un groupe à succès? Quel effet? Je ne sais pas. Vous savez, nous sommes des gens très démocratiques. Une démocratie qui rapporte. Les quatre musiciens auront touché pour un seul concert 12 millions de centimes. Des musiciens bien payés et bien gardés. Pour 10 minutes d'interview, il nous aura fallu attendre 3 heures. C'est ainsi que l'on entretient les mythes. Mais assez parlé, les hostilités sont ouvertes, les fauves lâchées, c'est l'heure de la musique. Formidable machine à rêver et à danser.
Autrefois style de vie, la musique rock est aujourd'hui une grosse industrie qui draine des sommes énormes. Ici, pour réaliser ces 2h30 de musique, il aura fallu payer toute l'année 40 personnes. Le management du groupe est un véritable état-major. Quant aux musiciens, ceux par qui le rêve arrive, ils seront restés en tout et pour tout 5 heures dans la ville, n'en connaissant qu'un aéroport et une salle de concert anonyme. Qu'est-ce qu'un bon concert? Je dirais beaucoup d'excitation, une ambiance chaude, des musiciens qui jouent bien et un public content de les entendre. Les spécialistes disent Queen sera les Beatles des années 80. Qu'en pensez-vous? J'espère, j'aime beaucoup les Beatles. De bonnes, même d'excellentes chansons, de bons musiciens, j'espère. Thank you, good evening, bonsoir. Find me, can somebody find somebody to love? Let's go on. Somebody.
A John Deacon composition. It's called If You Can Beat 'Em, Join 'Em! Yeah.
This is called Bohemian Rhapsody. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Mm-hmm.
bonsoir, Paris. Ça va bien? Okay, are you ready to rock? Are you ready to roll with us? Okay, let's do it. Bicycle bells tonight. Oh yeah, they sound great. Just cooling you off a little. We have a hell of a lot of music for you tonight. I don't know which order they're gonna come in. We'll see. This next song is dedicated to all you beauties with great big tits. The bigger the better, and a great big ass. Gross fest. It's called Fat Bottom Girls.
Okay, let's see what you can do. This next song is dedicated to Mott the Hoople. Do you remember them? They've been good friends of ours, and we'd like to dedicate this next song to those guys. It goes like this. Here I stand, look around, 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 but you won't see me. Now I'm here. Yeah!
Yeah, yeah. All right, we're gonna play some games. Eh? Now I'm here. Now I'm here. I think I'll stay. I think I'll stay around, 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 around. Oh yeah. Oh yeah. Okay, I'm gonna repeat everything I say. Okay, this next song is for the road crew. We've been fucking good on this tour, but don't let it get to your heads, girls. This is called Don't Stop Me Now. Stop me 'cause I'm having a good time.
You got no real ambition. You want
everybody right now. And that needs some acoustic clapping. Come ça. Tout le monde. Hey. Merci, merci. Hey, hey. Oh, oh, oh. Yeah. All right, all right, all right. We're gonna take you to New Orleans right now. Quick plane from Paris. Don't leave me. You said you're stoner.